Sagt Ihnen Kendama was? Das ist ein japanisches Geschicklichkeitsspiel, das in Japan schon im Kindergarten gelehrt wird. Bei uns in Deutschland kennt es noch kaum einer. Bei mir zu Gast ist jetzt Marc Wibbels aus München. Er ist seit vielen Jahren begeisterter Kendama-Spieler. Marc, Sie haben ja auch ein Kendama mitgebracht. Was macht man denn jetzt damit genau? Genau, also das ist grundlegend, wie Sie schon sagten, ein Geschicklichkeitsspiel. Es geht erstmal darum, den Ball in den verschiedenen Tellern zu fangen, wie das alte Kugelfangspiel, was man in Deutschland kennt. Und zu guter Letzt kann man es auch auf der Spitze fangen. Das ist dann das Schwierigste, oder? Ja, für den Anfang ist das das Schwierigste. Nach oben hin geht es dann erst richtig los. Ja, und wie sind Sie zum Kendama-Spielen gekommen? Weil ich meine, München, Japan ist jetzt auch nicht der nächste Weg. Ja, das war eine witzige, interessante Geschichte. Mein Freund und Mitbewohner hat Japanologie studiert, hat dann ein Stipendium bekommen. Das war der Sebastian Hohentanner. Den habe ich dann im Laufe seines Studiums in Japan besucht, habe mit ihm Japan bereist und wir haben dann dort in einem kleinen Laden zwischen all diesem eigentlich digitalen Glitzer und Glanz dieses doch sehr ursprüngliche Kendama entdeckt. Aber was hat Sie dann so fasziniert, dass Sie gesagt haben, das muss ich auch lernen? Nun, weil wir haben es ausprobiert, fanden es super, haben uns davor schon oft mit Jonglage beschäftigt, mit verschiedenen Geschicklichkeitsspielen und haben das aber nie vorher gesehen. In Japan aber kennt es jedes Kind, das ist dort weit verbreitet. Und es gibt ja auch richtige Kendama-Meisterschaften. Sie organisieren ja die europäischen Meisterschaften in München mit, genau, die ja ab morgen im Rahmen der europäischen Jongliertage stattfinden. Um was geht's denn bei solchen Meisterschaften? Also es geht darum, natürlich wie auf jeder Meisterschaft herauszufinden, wer der Beste in verschiedenen Kategorien ist. Also es gibt Speed Trick Challenge, da werden 10 Tricks gemacht. Wer als erster die 10 Tricks schafft, hat gewonnen. Es gibt eine Freestyle Championship, es ist eine Art Ablauf, eine Choreografie, die der jeweilige macht und dann wird die bewertet. Ebenso dann auch das Kopf gegen Kopf. Einer macht einen Trick, der andere muss ihn schaffen. Und es hat ja auch was mit Jonglieren zu tun dann. Genau, ja. Also ich kann Ihnen das gerne auch zeigen. Ja. Also vielleicht machen Sie mal einmal ganz kurz, inwiefern das jetzt mit dem Jonglieren wirklich in Verbindung steht. Ja, also man fängt an, ihn zu kombinieren zwischen den Tellern und auf der Spitze. Also das heißt, man braucht dann ähnliche Geschicklichkeit, wie wenn man jetzt Jonglage mit mehreren Bällen macht. Genau, Hand-Augen-Koordination, okay. Geschicklichkeit. Das wird ja auch bei den Jongliertagen in München gezeigt und deswegen sind auch gerade ganz viele Jongleure und Akrobaten in der Stadt. Und da schauen wir uns jetzt mal gemeinsam ein paar Bilder an. Es ist ein ziemlich buntes Volk, was in diesen Tagen nur ein Ziel hat. Und das heißt, mit so ziemlich allem, was man in die Luft schleudern kann, der Schwerkraft zu trotzen. Rund 5000 Jongleure und Akrobaten aus aller Herren Länder sind nach München gekommen zu den 34. europäischen Jongliertagen. Die weltbesten Künstler in ihrer jeweiligen Disziplin, wie zum Beispiel Markus Furtner und seine Devilsticks. Noch bis zum kommenden Sonntag tummeln sich die Artisten überall in der Stadt, zeigen ihre Kunst bei Galashows, wagen sich an Weltrekordversuche. Das Spiel mit der Schwerkraft ist offenbar ziemlich ansteckend. Und für Fantasie und Kreativität scheint es keine Grenzen zu geben. Immer wieder gibt es neue Trends, wie eben das Kendama-Spiel, das in Japan jedes Kind kennt, hierzulande aber kaum jemand. Ja, Stichpunkt Kendama. Herr Wibbels, Sie haben uns ja einen japanischen Großmeister sozusagen mitgebracht. Genau, es ist uns eine Ehre. Tomoya Mukai hat uns besucht, aus Japan ist er extra eingeflogen. Er kann uns ein bisschen zeigen, was man damit alles machen kann. Ja, ich meine, der kann das ja richtig perfekt. Wie lange muss man denn üben, dass man das so gut kann wie er? Also erstaunlicherweise hat er nur 3 Jahre gebraucht, übt allerdings täglich. Er ist eigentlich Lehrer an einer Grundschule. Und in seiner Freizeit übt er Kendama-Spielen, was er auch den Kindern beibringt. Und wie lange haben Sie jetzt geübt, dass Sie so spielen können? Ich spiele auch seit 2,5 Jahren, allerdings nicht täglich. Also sind Sie nicht ganz so Naturtalent wie er, weil er hat ja nur 3 Jahre gebraucht. Ja, ich glaube, es ist auch ein bisschen dann die Koordination. Wow, jetzt fährt er hier großes Geschütz auf. Ja, ja, vielleicht können Sie mal erklären, was macht er denn jetzt hier, genau, zum Beispiel? Also er balanciert hier gerade einen Jumbo-Kendama, hat er auf der Spitze eines anderen balanciert. Jetzt nimmt er das gewöhnliche Kendama, das ist die normale Größe, die auch in Wettkämpfen benutzt wird. Mhm. Das Mushikame, was er macht, das kleine Kinder singen dazu auch Lieder im Rhythmus.
Und das sieht ja jetzt relativ einfach aus. Aber ich habe es ja vorher auch schon mal probiert. Das ist wirklich schwer. Vielleicht können Sie mir mal kurz zeigen, was muss ich denn jetzt machen? Also es geht einfach los. Man versucht den Ball gerade hochzuziehen. In die Knie gehen, oder? Und auf den Keller zu fangen. Ja! Genau, super. Ich bin auch ein Naturtalent, würde ich sagen. Genau. Okay, und wie schafft man es jetzt hier oben, die Kugel auf den Spitz zu bekommen? Jetzt grundsätzlich fällt ihm auch schon alles runter. Das ist natürlich die nächste Kategorie. Darf ja mal passieren. Okay, also auf die Spitze. Einfach da. Die Kugel muss ruhig hängen, gerade hoch und dann geht man drunter. Oh, Sie sehen, um Gottes Willen. Ich versuche das auch nochmal. So. Nee, das schaffe ich nicht. Aus den Spielen geht es dann auch. Man fängt dann an, die Teller zu kombinieren. Mhm. Und dann sieht ganz einfach aus, aber ich glaube, das schaffe ich jetzt nicht so schnell. Ja, das ist ja das Schöne dabei. Genau, dass man ein bisschen üben muss. Es gibt ja auch immer mehr Lehrer und Pädagogen, die das fördern. Warum denn? Also was fördert das denn bei Schulkindern? Also bei Schulkindern, je früher die das sozusagen in die Hand bekommen, desto besser. Es fördert die Hand-Augen-Koordination, die motorischen Fähigkeiten und dazu natürlich Geschick, Ausdauer, Geduld. Also es ist eben ein Gegentrend zu der ganzen digitalen Welt, zu den Gameboys, wo alles auf Anhieb funktionieren muss und was dann schnell wieder weggeschmissen wird. Letzte Frage noch. Sie vertreiben das ja auch im Internet, diese Kendamas. Ja. Wie viel kostet denn so ein Ding hier? Also das geht bei 16 Euro los. 18 Euro kosten diese normalen Modelle. Und nach oben hin sind dann keine Grenzen. Das geht ja eigentlich. Für Sammelstücke. Ja, dann vielen Dank für Ihren Besuch. Ich werde dann auch noch ein bisschen üben und natürlich ganz viel Glück morgen für die Kendama-Meisterschaft und auch vielen Dank an den japanischen Großmeister. Wie sagt man auf Japanisch? Aigato dosamas. Aigato chosamas.